Der FC Bayern am Sonntagabend zu Gast bei Werder Bremen und die Ausgangslage ist klar, denn die Münchnerinnen in Schwarz haben bislang alle 12 Duelle gegen die Norddeutschen gewonnen. Auf dem Papier also eine deutliche Geschichte, aber mal sehen, wie es auf dem Rasen aussieht. Gleich früh eine Möglichkeit für die Gäste, daraus resultiert dieser Eckball. Zweite Spielminute. Magdalena Eriksson mit der Bogenlampe und plötzlich landet der Ball im Netz. Na klar, Jubel bei den Münchnerinnen, aber Keeperin Livia Peng liegt auf dem Boden, hat sich wehgetan. Schiedsrichterin Nadine Westerhoff sagt allerdings kein Foul, der Treffer zählt, eine harte Entscheidung. Glodis Vigorsdottir blockt die Torhüterin weg, die kommt nicht an den Ball ran. Verständlich, dass die Bremerinnen sauer sind, aber es nützt alles nichts. 1:0 für die Bayern. Unter der Woche gab es für die Münchnerinnen ein Unentschieden in der Champions League. 2:2 gegen die AS Rom. Hier legen sie gut los, sind das bessere Team. Eigentlich keine Gefahr, aber dann Matthijs mit dem Rückpass. Auweia, beinahe wäre das eines der kuriosesten Eigentore überhaupt geworden. Glück gehabt für Saskia Matthijs. Es entsteht nur eine Ecke für die Gäste. Aber dass die da gefährlich sind, das haben wir eben schon gesehen. Die kommt gut durcheinander im Strafraum und dann zappelt der Ball erneut im Netz. 0:2, Katharina Naschenweng, 24. Minute. So führt der Fauxpas von Matthijs indirekt doch noch zu einem Treffer. Denn diesen Eckball hätte es aus Bremer Sicht wirklich nicht gebraucht. Der FCB dagegen benötigt dringend 3 Punkte, um nach diesem 8. Spieltag Tabellenführer zu bleiben. Wolfsburg hat ja bereits vorgelegt und die Bayern ziehen nach, wie es bislang aussieht. Nächste Möglichkeit, Clara Bühl mit Anlauf. Die hat viel Platz vor sich. Dicke Chance, aber eine super Parade von Peng. Womöglich hat Clara Bühl da fast schon zu viel Zeit. Dann geht die Keeperin runter und verhindert das 3. Gegentor. Aber Achtung, weiter geht's, Freistoß Bayern. Da kommt Vigorsdottir und macht ihren Treffer. Aber halt, bloß nicht zu früh freuen, denn es wird abseits angezeigt. Den Videobeweis gibt's nicht, von daher können wir nur sagen, knappe, aber wohl korrekte Entscheidung. Für Werder gab es vergangene Woche einen 5:0 Kantersieg gegen RB Leipzig. Hier klappt in Richtung Offensive noch gar nichts, aber vielleicht jetzt mal Sophie Weidauer. Kommt nicht ganz ran, aber dennoch immerhin mal eine Strafraumszene. Das die letzte Gelegenheit in den ersten 45 Minuten, das Team von Trainer Alexander Strauß führt, verdient. Werder wechselt in der Pause 2-mal. Wirtz und Lürsen gehen raus. Diekmann und sie hier, Michelle Weiß, dafür neu im Spiel. Ein schleppender Start. Erst nach über einer Stunde ist wieder mal was los. Freistoß Clara Bühl, aber kein Problem für die Keeperin. Die Bayern haben seit 7 Partien gegen Werder kein Gegentor mehr kassiert. Es sieht bislang aus, als würde es so bleiben. Denn wenn was nach vorn geht, dann beim FCB. Super Pass auf Lea Schüller, die ganz allein vor Peng. Aber die Schweizerin bleibt einfach stehen, hat den Ball dann sicher. Schüller wollte ihn über die Keeperin chippen, aber muss weiter auf ihr 3. Saisontor warten. Der FCB hat die beste Defensive der Liga, aber in der Offensive gibt es auch viel Qualität. Jetzt wird nämlich kombiniert. Naschenweng sieht Schüller, die wieder im Duell mit Peng. Die Keeperin hält erneut, aber es wäre ohnehin abseits gewesen. Die Bremerinnen haben mit 10 Punkten aus 7 Spielen einen wirklich guten Start in die Saison hingelegt. Allerdings hapert es zu Hause noch ziemlich. Den einzigen Heimsieg gab es am 4. Spieltag gegen den 1. FC Köln. Hier mal eine Abschlussmöglichkeit für Ricarda Waldkling. Aber die trifft den Ball nicht richtig. Es ist einfach so gut wie keine Gefahr im Werder-Spiel. Das sieht auch Frank Baumann, der Geschäftsführer. Aber die Lage für Bremen ist dennoch grundsätzlich okay. 7 Punkte beträgt der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Rein in die Schlussphase, nochmal Werder. Sophie Weidauer fasst sich ein Herz. Die traf gegen Leipzig 3-mal. Ja, viel Zeit bleibt nicht mehr. Das sieht auch Coach Thomas Horsch. Dieser Schuss zu zentral und zu hoch. Es fehlt ein Stückchen.
Danach passiert nichts mehr in Bremen. Die Münchnerinnen bringen den 2:0 Auswärtssieg souverän über die Zeit. Es war keine hochklassige Partie. Aber für den FC Bayern reicht die Leistung, um nach diesem 8. Spieltag Tabellenführer zu sein. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.